Willkommen zu unserem Trainingstutorial. Und zwar möchten wir euch in den nächsten Wochen viele Basic-Übungen zeigen im Functional-Bereich und ja, hoffen auf eine positive Resonanz von euch. Und wenn euch das Video gefällt, liked es und teilt es natürlich gerne. Wir fangen an mit unserer ersten Übung und zwar, das ist die klassische Kniebeuge, auch Squat genannt. Wir wollen euch natürlich die richtige Technik auch gerne dabei zeigen, auf was es dann ankommt und dass ihr natürlich auch möglichst fehlerfrei diese Kniebeuge auch ausführt. Was am Anfang wichtig ist, und zwar, ihr stellt euch erstmal in eine schulterbreite Position von den Füßen her. Ja, was ist schulterbreit? Wenn ihr auf der Stelle geht, das wäre zum Beispiel die hüftbreite Position. Wenn ihr die Füße einfach links und rechts ein wenig öffnet, seid ihr schon in dieser schulterbreiten Standposition. Dann ist es wichtig, dass ihr möglichst den Bauch anspannt und das Becken ganz leicht vorkippt. Das heißt, der Po ist auch etwas in Spannung hierbei. Dann, Blickrichtung geht auch immer geradeaus bei der Kniebeuge. Also ihr schaut nicht nach unten oder zu weit nach oben, schaut am besten auf einen Punkt immer zentral nach vorne. Wenn ihr nach unten kommt, ist es dann auch immer wichtig, ich gehe jetzt mal erstmal nur ganz leicht runter, dass die Knie auch immer parallel dementsprechend bleiben und die Fußspitze oder die Knie zu den Fußspitzen nach vorne zeigt. Also die Knie dürfen niemals nach innen abwinkeln oder nach außen abwinkeln. Ja? Ganz enorm wichtig, dass ihr auch so immer parallel bleibt. So, dann der Druck von den Füßen ist folgendermaßen, dass ihr möglichst mit vollem Fuß euch belastet. Also möglichst vermeiden, dass ihr vorne auf die Fußspitze den Druck habt oder zu weit nach hinten der Druck, weil sonst fallt ihr natürlich dann um. Das wollen wir natürlich dann nicht. Deswegen möglichst vollflächig auf den gesamten Fuß den Druck verteilen. Und dann versucht ihr langsam nach unten zu kommen. Wir haben das Ganze natürlich jetzt heute ohne Gewicht. Könnt ihr Hände auch schön nach vorne nehmen und versucht so tief wie möglich hierbei nach unten zu kommen. Was hierbei auch wichtig ist, nochmal zu erwähnen, dass der Rücken immer eine gerade Linie hat. Versucht hier keinen, ich zeige es mal von der Seite, nicht zu sehr einen Entenpo zu machen, dass ihr im Hohlkreuz hängt oder dass ihr einen Rundrücken hier zaubert. Ja? Also enorm wichtig, Brustbein aufrecht, Bauchspannung, Po-Spannung und möglichst gerade runterkommen. Ihr kommt dann, soweit es von eurer Beweglichkeit machbar ist, nach unten. Ich komme jetzt nicht ganz so weit nach unten, das muss ich mal ganz kurz erwähnen. Ich hatte einen mehrfachen Trümmerbruch im Sprunggelenk, deswegen ist meine Sprunggelenksbeweglichkeit nicht allzu optimal, aber der eine oder andere kommt bestimmt tiefer als ich. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zur richtigen Ausführung, dass ihr einfach mal seht, wie die Kniebeuge halt aussieht. Und zwar gehen wir dann tief nach unten und wieder hoch. Blickrichtung immer geradeaus und runter. Versucht auch bei der Atmung immer darauf zu achten, dass, wenn ihr nach oben kommt, ausatmen durch den Mund, unten einatmen durch die Nase. Okay, wir machen noch mal ein paar Wiederholungen. Und letzten beiden. Und der eine noch. Und ja, wir hoffen, unser Trainingsvideo hat euch gefallen und würden uns freuen natürlich, wenn ihr einen Like oder ein Herz sogar für uns da lasst. Bis zum nächsten Mal.